Okay, welcome back everyone for the last and final. Herzlich willkommen bei unserer letzten abschließenden Sitzung. Jetzt geht es um die Frage, was haben wir gelernt und wo geht's hin? Wir möchten jetzt einfach nochmal versuchen, nochmal generelle Dinge zusammenzufassen und zu versuchen zu bündeln, was wir jetzt in den letzten zwei Tagen hier diskutiert haben. In seiner ganzen Breite und Tiefe kann man das natürlich nicht machen und deshalb wollte ich jetzt 5, 6 Punkte in den Raum werfen, die einerseits inhaltlich, andererseits methodisch, andererseits aber auch praktisch mit dem Where to go next zu tun haben. Eins ist der erste Gedanke, der zur Diskussion einlädt, ist das, was Herr Bösch heute Morgen sagte. Unsere Ausgangsfrage mit dem Event, mit dem Ereignis, der Auswirkung von Ereignissen, das ist halt wahrscheinlich einfach ein bisschen simpel gedacht gewesen in unserem Call. Call soll auch immer sehr breit sein, das ist wahrscheinlich für den Call legitim, für die Einführung oder eine größere Diskussion dann aber vielleicht etwas leicht. Und die Frage, wie antworten, wie greifen Akteure dieses Event auf, wie beladen sie es mit Bedeutung, wie nutzen sie es politisch? Das sind halt die relevanten Fragen, die wir auch ja alle in irgendeiner Form angesprochen haben. Dann die Frage, das ist vielleicht auch so ein bisschen die ZZF-Frage nach dem zeithistorischen, nach der Frage, was ist denn jetzt das Besondere zeithistorisch? Was ist der Beitrag, wenn sich Historiker mit diesen Fragen auseinandersetzen gegenüber dem, was die Zeitgenossen schon gemacht haben? Was lernen wir jetzt Neues, wenn wir uns mit diesen Fragen von Wandel durch Tschernobyl und den Fragen dem Übergang zur Energiewende auseinandersetzen? Unsere Beiträge waren alle sehr stark in ihren Beschreibungen, in ihren Darlegungen. Die Frage ist halt, was ist sozusagen der konzeptionelle Punkt dabei? Welche gemeinsamen Konzepte, die vielleicht auch kritisch auf die zeitgenössischen Konzepte rekurrieren müssen, müssen wir dabei beachten? Klar, die Turning Point Catalyst, diesen Gegensatz Katalysator und Wendepunkt, das ist halt auch eine Sache, die man vertiefen könnte und müsste. Die Frage nach dem normativen Standpunkt und auch der daraus resultierenden narrativen Deutung. Erzählen wir, so ein bisschen wie ich das jetzt gemacht habe, so eine Aufstieg der erneuerbaren Geschichte oder einen Niedergang der Kerntechnikgeschichte oder eine Aufstieg- und Fall-Geschichte, wie Herr Radkau das gemacht hat. Also auch so ein bisschen nach der Storyline unserer Deutung zu schauen und eben auch das, was das impliziert für unsere normative und politische Bewertung. Dann die Frage, wie passt das alles zusammen, was wir hier machen? Haben wir jetzt eigentlich ein Thema oder haben wir viele oder mehrere kleine Unterfelder? Das zeigt sich auch so ein bisschen in der Zusammenstellung der Panels. Wir haben es ein bisschen nach Akteuren, aber dann auch nach geografischen Räumen sortiert. Und dann die alles entscheidende oder ganz praktische Frage ist dann, was sind sozusagen die Stärken von den Dingen, die wir jetzt hier zusammengefügt haben und wie kann man das im Hinblick auf eine Publikation am besten vermarkten, um das böse Wort zu verwenden? Ist es sinnvoll? Also ich denke, ein Vorteil ist das, was Herr Radkau gestern auch sagte, das ist einfach eine sehr internationale Perspektive, die wir hier zusammengebracht haben. Das finde ich auch wirklich ganz toll und auch sehr bereichernd. Und jetzt ist die Frage, wie fügt man das zusammen zu einer Publikation, entweder als Buch oder auch vielleicht ausgekoppelt einige Zusammenfügungen von Artikeln
zu Sonderheften von einer Zeitschrift zum Beispiel. Weil, also die Frage ist halt auch, was ist Ihr und euer Interesse jetzt daran, aus diesen Beiträgen zu machen? Was sind die Stärken dabei? Wie kann man das am besten zu Markte tragen? Ja, ich will das nur noch an einigen Stellen vielleicht ergänzen. Also ich will noch mal auf diesen einen, also ganz stark natürlich auch, dass es uns sehr erfreut, dass es uns gelungen ist, wirklich Ost-West sozusagen fast paritätisch hier zu besetzen und das, was jedes Panel mit kaum Ausnahmen wirklich diesen transnationalen Aspekt beziehungsweise Aspekte aus verschiedenen nationalen Erfahrungen zusammengetragen hat. Was dann wirklich die Transnationalität nochmal bedeutet, das müsste man, glaube ich, nochmal, da müsste man nochmal näher drüber nachdenken. Das glaube ich, da müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal drüber einig werden. Das, was du angesprochen hast, dass wir sozusagen mit einer gewissen Perspektive einer wirkungsgeschichtlichen Naivität an die Sache rangegangen sind, das kann durchaus sein, aber ich finde das auch wiederum legitim, gerade für eine Konferenz in dieser Form ein Ereignis in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube, die einzelnen Beiträge haben ja auch gezeigt, inwieweit ganz unterschiedliche Ebenen von Wirkungsgeschichte hier auch thematisiert worden sind, auch innerhalb dieser nationalen, dieser einzelnen nationalen Erzählungen. Die Frage nach dem normativen Standpunkt hat mich heute Morgen wirklich etwas durchgerüttelt, weil wir natürlich also bei der Konzeption der Konferenz davon ausgegangen, also die Beschreibung, sowohl der Call wie auch die Beschreibung und die Einladung der Konferenz, ganz klar diese Erzählung des Aufstiegs und Falles nachempfindet. Und mir ist es vor allen Dingen auch wichtig zu sagen, dass natürlich diese unterlegte Normativität, die in dieser Erzählung drin ist, nochmal daran zu erinnern, wo wir eigentlich sind. Wir sind hier in einer grünnahen Stiftung und ich verstehe das nicht als eine politische Aussage dieser Stiftung, sondern was wir versucht haben, ist wirklich eine wissenschaftliche Konferenz hier anzubieten und eben nicht nur Ausdruck einer bestimmten politischen Richtung hier zu sein. Ich glaube, das ist aber klar geworden. Auf der anderen Seite ist es natürlich, also finde ich es notwendig, gerade in diesem Zusammenhang auch nochmal über unseren normativen Standpunkt nachzudenken und ihn zumindest zwar nicht zur Disposition zu stellen, ihn aber bewusst zu machen. Das war nochmal so mein Anliegen, das hier auch nochmal ganz deutlich zu machen. Was die Veröffentlichungsfrage angeht, da glaube ich, müssen wir gemeinsam drüber reden. Ich habe nur einen kleinen Punkt. Es haben ganz viele gesagt, dass sie ganz am Anfang stehen oder dass sie ein sehr junges Stadium ihrer Arbeit haben. Ich glaube, dass das eine Bedeutung hat, wenn wir über Publikationen reden. Dazu müssen aber die Einzelnen, glaube ich, selber was sagen. Ja. Also ich wollte jetzt nichts, wenn Sie etwas sagen wollten, ist super. Ich will mich hier wirklich nicht vordrängen. Vor Jahrzehnten war ich mal auf einer Tagung in Basel zum Thema die Bedeutung von Katastrophen in der Technikgeschichte. Bei der Tagung ist aber merkwürdig wenig herausgekommen. Nicht? Also das zum Thema so kausal eine Naivität, da ist ein großer Knall und da muss als Reaktion was kommen, wenn wirklich die wirklichen Dinge, das ja auch hier ganz klar herauskommen, sind erheblich komplizierter und Tschernobyl konnte nur dort als Katalysator wirken, wo schon was da war. Ich habe noch so eine Reihe verstreuter Gedankenfetzen. Interessant finde ich das Thema, ist, wie man
das Kern der Energie, Risiko und die Gefahr für das Klima, wie man diese beiden Diskussionsstränge zusammenbringen kann. Ich finde, das ist noch viel zu oft getrennt. Also ich kriege immer wieder die Solarbriefe zugeschickt, der Herausgeber, mit dem bin ich verwandt. Und da ist immer so der Tenor, es ist 5:12 oder es ist 11:55, der Globus steht schon am Galgen mit die Schlinge um den Hals. Es muss jetzt ganz, 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 ganz schnell was ganz, ganz, ganz Großes passieren. Nur, ich meine, wenn man so argumentiert, bleibt eigentlich nur als allererste Forderung Laufzeitverlängerung aller Kernkraftwerke. Die Energiewende im Sinne der alternativen Energien setzt auch voraus, dass wir eine gewisse Zeit haben. Und ich finde, man muss sich da auch mal mit Gegenargumenten auseinandersetzen. Schmidt-Bleek, der über 80-jährige Schmidt-Bleek, der Mitbegründer des Wuppertal-Instituts, hat vor einiger Zeit eine Streitschrift veröffentlicht, Grüne Lügen, wo er die ganze Energiewende als faulen Zauber bezeichnet, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil die Solarzellen, auch die bisherigen Solarzellen auch von ihrer ökologischen Entsorgungsprobleme schaffen, weil der ganze Verkehrsbereich gar nicht erfasst wäre und die Milliarde Kühe mit ihren Methanemissionen. Ich finde das ein Musterbeispiel von einer destruktiven Hyperkritik. Ich habe mich mal mit Christiane Grefe, der Berliner Zeitkorrespondentin, darüber unterhalten, die eng mit Hermann Scheer, dem Sonnenkönig, nicht, diesem wortgewaltigen Propagandisten der Solarenergie, befreundet war. Und die meinte, man müsste eben auch damit rechnen, dass auch die erneuerbaren Energien vielleicht noch ganz neue Entwicklungen nehmen, mit auch in Solarzellen, dass da noch neue Stoffe für gewonnen werden und dass sich das auf die Weise alles recht anders doch wieder recht hoffnungsvoller darstellt. Also ein Thema, was mich auch in letzter Zeit wieder beschäftigt, ob es wirklich richtig ist, die Frage, ob es nicht auch so ganz andersartige innernukleare Alternativen gibt, völlig zu tabuisieren, völlig abzuhaken. Das ist für mich eine offene Frage. Zu meiner Verblüffung habe ich vor einiger Zeit im Greenpeace-Heft sogar über mögliche Fusionsreaktoren einen positiven Artikel gelesen. Anscheinend ist das Kapitel doch noch nicht so völlig abgeschlossen, wie ich bis hier jahrzehntelang dachte. Aber ich möchte auch sowas mal in den Raum stellen. Aber das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander. Einfach die Punkte von Ihnen, Herr Mayer, einmal noch aufgreifen wollen aus meiner Sicht der Papiere. Also zu der Storyline, da ist mir positiv aufgefallen, dass im Unterschied zu einigen neuen Publikationen zu Tschernobyl hier immer ein langer Vorlauf eigentlich gewählt wurde. Fast immer die Perspektive aus den 70er Jahren. Und das hat aber zum Ergebnis, dass insgesamt dann Tschernobyl wieder relativiert wird. Also das heißt, die Storyline, die meisten gewählt haben, produziert auch das Ergebnis in gewisser Weise. Es gab einfach einen großen Vorlauf und dann ist Tschernobyl eben auch nur von mittleren Gewichten meistens eben. Aber das finde ich ganz richtig. Ich finde, man könnte aber umgekehrt bei vielen Papieren nochmal ergänzen, die Jahre danach, weil mitunter gab es dann auch einen Bruch dann kurz nach den 80er Jahren, kurz nach 86. Bei einigen, weil dann wird mich deutlich, also wenn man noch mal 5 Jahre dranhängt, also wie bei den Grünen zum Beispiel, dass die mittelbare Wirkung erstmal überhaupt nicht so ist und dass es also doch eine hohe Kontingenz hat, dass, wenn wir jetzt den deutschen Blick haben, eben auch tatsächlich dann diese Abkehr von der Atomenergie sich auch durchgesetzt hat. Und da muss man fragen, hat das wirklich dann noch was mit Tschernobyl zu tun? Oder gibt es da einfach ganz andere Entwicklungen auch in der Gesellschaft, die dazu beigetragen haben? Nochmal zu dieser normativen Seite. Ich glaube, das eine ist eine sprachliche Frage, ob man immer sozusagen darauf wartet, wann die Atomenergie nun endlich fällt. Das andere ist diese internationale Perspektive, die wir gewählt haben. Wir haben, glaube ich, keine Länder dabei gehabt, also wo diese gegenläufige Tendenz ist. Angenommen, wir hätten ein Papier gehabt zur Türkei oder zu Südkorea oder zu Russland.
dann wäre die Rise-and-Fall-Geschichte ja ganz anders ausgefallen eben, weil international gesehen Atomkraft ja anscheinend nicht etwas ist, was verschwindet. Und selbst in den USA, wo wir nach Harrisburg ja keine Neubauten mehr haben, haben wir doch sehr konkrete Pläne jetzt eben auch wieder für Atomkraftwerke. Das heißt also, mit der Auswahl der Länder, die hier waren, haben wir auch die Storyline wiederum mit beeinflusst oder hat sich die... der zweite Punkt war nach der Frage der Reaktion, da könnte man unterschiedliche Ebenen einführen, gerade wenn man eine Einleitung schreibt zum Sammelband oder so, wäre das wichtig, auf welcher Ebene reagiert wurde. Also wie wurde diskursiv reagiert, starke Wirkung oft, wie wurde legislativ reagiert, wo gibt es andere Gesetze, wo wurde in der technischen Umwandlung eben tatsächlich auch jeweils reagiert und dann kann man vielleicht abstufen eben in so einer Art Ländervergleich international, wo nach 86 sich tatsächlich in welcher Form was tut und vielleicht letzter Punkt, das rauszugreifen, was gewinnen wir eigentlich gegenüber den Sozialwissenschaften? Ja, nicht nur eine ZZF-Frage, wird ja also seit dem Artikel von Graf natürlich auch vielfältig und auch Lutz Raphael vielfältig debattiert. Und auch gerade, das fand ich interessant, dass hier doch einige also Vertreter, der auch die in den 80er Jahren dazu publiziert haben, da sind und sehen, also was bringt das eigentlich, dass die Historiker jetzt nochmal sowas machen eben. Also ich fand besonders erhellend immer die wirklich auch stark archivgestützten Darstellungen, die versuchen auch eine Innensicht noch reinzubringen gegenüber dem, was dann Sozialwissenschaftler sagen, was wir damals auch in den Medien auch schon lesen konnten. Und auch andere Fälle, also wie zum Beispiel auch ihr Dänemark-Beispiel eben reinzubringen, die man vielleicht auch gar nicht so stark im Blick hat. Und dazu würde ich eigentlich alle, die jetzt auch an Doktorarbeiten schreiben, ermuntern, eben also spannend eben auch immer die Spiegel-Titelbilder und Ähnliches sind, die wir alle verwenden, also doch stärker eben auch von staatlichen Archiven und anderen her zu blicken, weil man dort nochmal eine ganz andere Sicht kriegen kann. Seinen Beitrag fortzuentwickeln für eine Buch- oder Zeitschriften-Sonderheft-Publikation. Ja. Gut, also es gibt ein gewisses Interesse. Wir hatten nämlich auch überlegt, sozusagen das, was wir hier jetzt sozusagen erstmal aufreißen als Thema, in dem nächsten Jahr mit einem dann stärker sozusagen autorenfokussierten Meeting fortzusetzen und dann tatsächlich auch organisatorisch eine Basis zu schaffen, tatsächlich eine kohärente Publikation anzudenken. Und insofern würde ich mich freuen, wenn der eine oder die andere vielleicht noch was sagen könnte, was er oder sie denkt, in welche Richtung man das denken könnte. Einfach als Ideen. Wir werden uns sicherlich auch zusammensetzen und das versuchen zu entwickeln, aber wir möchten das jetzt nicht einfach ohne Sie und euch konsultiert zu haben und eure und ihre Ideen eingefangen zu haben machen. Das ist so ein bisschen mein Appell. Ich würde mich freuen über den einen oder anderen Gedanken. Da kommt eine Reaktion von Karina. Manche reagieren sofort. Ich denke, so eine Publikation könnte dann interessant werden, wenn sie halt eben nicht einfach nur die Nebeneinanderstellung der einzelnen Länderstudien wird, weil davon gibt es meiner Meinung nach genügend. Also das hätte ich ja so Gefühl, das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Also auch wenn man das dann ein bisschen anders zusammenwürfelt und vielleicht irgendwie Case Studies dabei sind, die jetzt irgendwie nicht so häufig auftauchen, aber das wäre jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht
der durchbrechende Ansatz, wie man so das konzipieren könnte. Ich fand eigentlich den Untertitel der Konferenz, also wir haben jetzt auch nur da Tschernobyl, Wendepunkt oder Katalysator, aber genau das, was ihr eigentlich noch drunter geschrieben habt, Auswirkungen auf die Umweltbewegung und auf Umweltpolitik, das kam aus meiner Sicht an manchen Stellen eigentlich auch ein bisschen zu kurz, auch in der Diskussion. Wir sind sehr dabei geblieben, dass wir uns die Auswirkungen auf die Nuklearpolitik angeguckt haben. Also wir sind bei, wenn überhaupt, Auswirkungen auf Energiepolitik geblieben. Aber wir haben uns eigentlich nicht Umweltpolitik im weiteren Sinne angeguckt. Und ich finde, das könnte wirklich ein Blick auf Tschernobyl sein, der dann auch diese normativ deutsche Perspektive auf das Thema dann eben so ein bisschen weiter kontextualisieren könnte. Und halt genau zu fragen, wie exzeptionell ist das deutsche Beispiel, wo antinukleare Bewegung und Atombewegung eben so eng verknüpft sind. Und durch diese Linse Tschernobyl zu schauen, wie unterscheidet sich das eigentlich in unterschiedlichen Ländern? Dann eben auch Frank Bösch Frage, genau, also muss es denn eigentlich Argument für Ausstieg sein? Oder als was dient Tschernobyl denn in unterschiedlichen Kontexten? Also ich glaube, darauf nochmal einen genaueren Fokus legen, also die Perspektive war ja schon da. Und wenn man das jetzt sozusagen nochmal weiter aus den Beiträgen rauskitzeln könnte, denke ich, wäre das durchaus eine Perspektive, die einen neuen Blick auf einiges, was zu Tschernobyl schon gesagt wurde, wozu ja schon viel gesagt wurde, aber nochmal eben ja ermöglichen könnte. Und dann eben Umweltpolitik als Politics und Policy gedacht, also nicht nur als Politikproduktion, sondern eben auch als die Auseinandersetzung darüber. Ich würde eigentlich auch eher für ein Themenheft einer Zeitschrift plädieren, weil ich glaube, die Welt hat genug Sammelbände von Workshops und Konferenzen schon gesehen. Würde mich dann davon auch gleich zurückziehen wollen, weil ich irgendwie thematisch zu neuen Ufern unterwegs bin und das spannend finde. Und das könnte man dann auch mit einem konzeptionellen Aufsatz vielleicht über Normativität und tatsächlich, was können wir Neues sagen im Vergleich zu den Sozialwissenschaften verbinden, den Frank Bösch dann schreiben kann. Also sowas fände ich spannender als jetzt wieder ein Sammelband, der dann nicht richtig wahrgenommen wird. Astrid. Also so absolut wie Jan würde ich es jetzt nicht sagen. Das stimmt natürlich, dass es viele Sammelbände nach Workshops gibt, aber das würde ich abhängig machen von wie viel Contributors ihr habt oder haben wollt, ob es jetzt eher ein Special Issue wird oder eben doch ein Buch hergibt, davon würde ich es abhängig machen. Ansonsten unterstütze ich sehr, was Karina sagt. So wie es jetzt momentan ist und für eine Konferenz, denke ich, war das auch in Ordnung, waren das aber sehr länderspezifisch und auf ein Land blickende Beiträge. Das macht noch keinen transnationalen Blickwinkel aus. Da müsste man irgendwie, also einmal genau, wie du auch gesagt hast, eine Fragestellung, an die sich dann auch sozusagen vielleicht die Beiträge auch abarbeiten, an denen sich die Beiträge abarbeiten müssten. Und ich fand, oder das geht auch manchmal nicht anders, erstmal sind diese Beiträge ja sehr deskriptiv. Und um jetzt einen Mehrgewinn zu haben, darüber haben Marianne und ich auch kurz geredet, was ich auch zu meinen beiden Panelisten gesagt habe, Maria und Julie, was heißt denn das jetzt genau, dass es diese Dissidenten gegeben hat und dass das so war mit der Umweltbewegung, das wissen wir ja, aber warum ist denn jetzt konkret der DDR-Fall zum Beispiel anders, als es das in Polen war oder eben in Dänemark? Das finde ich spannend, auf der einen Seite das Transnationale reinzubringen, nicht nur länderspezifisch zu bleiben, aber eben trotzdem die nationalen Charakteristika herauszuarbeiten und zu fragen, warum ist es so unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern? Da drüben. Ich kenne Ihren Namen leider nicht. Jens-Martin Peukert aus Leipzig, Area. Ich bin Atomkraftgegner und ich bin auch Atombombengegner. Und ich glaube, es ist gut, dass wir auch normativ werden können. Und ich möchte anregen, vielleicht so eine Studie, wozu die Geschichtswissenschaften beitragen können, praktisch handlungsleitend in Richtung
dass Lehren gezogen werden aus der Atomkraft-Gegenbewegungsgeschichte. Dass vielleicht auch andere Länder diese Energiewende oder Energiewandel gehen. Und das ist vielleicht eine sehr, diese deutsche Perspektive, aber ich glaube, wir haben alle zu kämpfen mit Atommüll, egal ob das in der USA ist. Und eine Lehre, die ja schon herausgearbeitet wurde in den Vorträgen, ist eigentlich, dass dort Erfolg erzielt wird für die Bewegung, wenn diese Thematik beleuchtet wird und von Anfang an, wie in Dänemark, auf der Agenda der Atomkraftgegner mit ist. Und ich glaube, da gibt es viel, also sollte viel geforscht werden. Und ich finde das toll, dass es dieses Programm gibt von Honest und hoffe, dass da wirklich auch ein gutes Raster entsteht aus den letzten 30, 40 Jahren, 50 Jahren. Karl Bechert hat ja in Deutschland schon 1950 auch eine Minderheitenposition in der SPD bezeugt. Und ich möchte alle nur ermutigen, hier im Raum da weiterzumachen und ein gutes Forschungsgerüst auch zu finden. Danke. Ja, vielen Dank. Das ist halt auch eines der Ziele von Honest, sozusagen von diesem Forschungsprojekt, sozusagen auch systematische Zusammenhänge zu finden und die zurück in die Gesellschaft zu tragen. Ich habe noch eine andere Idee jetzt gehabt in der Diskussion, die wir gerade eben hatten. Wir haben eben viele Länderstudien, einige wenige vergleichende auch, ob es vielleicht unter den Autoren und Autorinnen auch die Bereitschaft gäbe, zusammen einen Aufsatz zu schreiben, der sozusagen zwei Länderperspektiven dann mit hineinbringt. Das ist sicherlich immer, also Historiker arbeiten nicht oft zusammen, aber ich denke, der Mehrwert einer, und das wäre ja auch eine Sache, die man im Autoren-Workshop machen könnte, dass man tatsächlich Leute dazu bringt, ihre beiden Perspektiven, was weiß ich, Schweden-Dänemark oder Schweden-DDR, Dänemark-DDR, wie jetzt in meinem Beispiel, oder verschiedene Perspektiven, vielleicht auch Ost-West, zusammenzubringen. Und also wir haben das in einem anderen Buchprojekt, an dem ich beteiligt war, gemacht. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert bei dem einen Aufsatz, bei dem wir das gemacht haben. Also es ist halt auch für die Schreibenden ein großer Erkenntnisgewinn, sozusagen aus der Einsamkeit und Freiheit rauszutreten und in der Kooperation auch voneinander zu lernen. Ein Gedanke könnte man als Anregung vielleicht verstehen. Ja, Allison? Hallo, geht das? Ja? Yeah. Es tut mir leid, darf ich auf Englisch sprechen? Yeah. Ich glaube, das ist wirklich ein interessanter Gedanke, die transnationale Problematik anzugehen. Kann Tschernobyl wirklich uns dabei helfen, mal das zu klären, was wir unter transnational verstehen? Das ist jetzt so ein Modebegriff. Früher nannten wir das nicht transnational. Das Wort hat eine Bedeutungswandlung erfahren. Der Nationalstaat ist doch weiterhin eine entscheidende Größe. Vielleicht könnte man den Begriff transnational wirklich mal problematisieren. Was meinen wir eigentlich, wenn wir transnational oder grenzüberschreitend sagen? Das haben wir auch innerhalb unseres Projekts diskutiert. Astrid und ich haben das in unserer Sonderausgabe vor einigen Jahren diskutiert. Ja.
Ich denke, das wäre sozusagen eine Art Prüfstand für dieses Thema der Antinuklearbewegung. Das wäre ist ein toller Punkt. Das ist wirklich ein merkwürdiges Format. Ihr sitzt da, wir sitzen hier und wir sind alle ein bisschen erschöpft. Und wir wollen jetzt hier auch euch nicht abhalten von irgendetwas anderem, was ihr plant, zum Beispiel Weihnachtseinkäufe oder wenn ihr einfach nur nach Hause gehen wollt oder ein bisschen plaudern wollt. Also, was wir jedenfalls planen und was wir wohl auch machen werden, ist, zusammen zu hocken und einige Ideen entfalten bezüglich dessen, was wir machen können mit all dem. Das teilen wir euch dann mit und laden euch dann ein, euch anzuschließen. Egal, welche Optionen dann auftauchen. Und dann werden wir euch allen schreiben, ob ihr allgemein daran interessiert seid, sodass wir dann schon einen Überblick darüber haben, mit wie vielen Menschen wir rechnen können zu Beginn. Und dann wissen wir auch genauer, welches Projekt wir entwickeln können. Wir versuchen, das vor Weihnachten hinzukriegen. Wenn nicht, dann eben danach. Vielen Dank. No, either or. Vielen Dank für eure Teilnahme. Ich habe noch gar nicht richtig mich bedankt bei meinen Mitveranstaltern, insbesondere bei der Heinrich-Böll-Stiftung dafür, dass das zu einer voll zweisprachigen Konferenz werden konnte und uns all diese Ressourcen bieten konnte. Ich danke sehr für diese tolle Chance. Ich glaube, wir haben hier etwas machen können, was uns allen und mir am Herzen liegt. In diesem Sinne, möchtest du vielleicht noch etwas sagen? Ich bedanke mich für die angeregten Diskussionen, für die Fragen. Und ich fand es zwei sehr auch eine wichtige Konferenz für die Heinrich-Böll-Stiftung. Und ich nehme sehr viel mit, nicht nur jetzt, wie wir das weitermachen, aber wir werden an dem Thema weiterarbeiten. Und die Zusammenarbeit war bisher prima und auch die Konferenz hat das wieder bewiesen. Und jetzt wünsche ich eigentlich nur noch einen guten Heimweg für alle. Danke.